Hallo zusammen, in meinem heutigen Video geht es ums Diamond Painting. Hier ist eine kleine Bastelidee. Die Vorlage habe ich selbst erstellt. Wie das geht, seht ihr oben im Link. Und solltet ihr die Vorlage haben wollen, dann schickt mir einfach eine E-Mail an kreativ.vorlagen@gmail.com und ich schicke euch die zu. Und alles, was ihr sonst noch so braucht, findet ihr wie immer auch unter meiner Videobeschreibung. Und wenn man die Vorlage ausgedruckt hat, muss man die sich erstmal passend zuschneiden. Außerdem habt ihr auf jeder Vorlage unten so eine kleine Legende. Da steht drauf, wie viele Steine ihr von jeder Farbe braucht. Und im Internet findet man für diese Steine schon viele Anbieter. Die Vorlage ist 15x15,5 und ich habe hier eine Auswahl an Bilderrahmen, zum Beispiel von IKEA. Ein bisschen größer auch, da könnte das in die Mitte hinkommen. Und so einen kleinen von Action oder Action, das ist genau 15x15. Dann braucht ihr doppelseitiges Klebeband, auch das muss passend für die Vorlage zugeschnitten werden. Jetzt muss man das Trägerpapier abmachen, schön vorsichtig. Die eine Seite klebt wirklich richtig gut, gerade hinlegen und mit dem Motiv nach unten auf die Klebeseite draufkleben. Einmal festdrücken. Wenn nicht alle Ränder gerade sind, dann kann man das nochmal mit der Schere nachschneiden. Und wie gesagt, auf der Legende steht, wie viel Steine ihr braucht von jeder Farbe. Die meisten Firmen bieten diese kleinen Tütchen mit 200 Stück an. Die kosten ungefähr zwischen 23 und 25 Cent. Und bevor man mit der Bastelarbeit beginnt, kann man sich die kleinen Steinchen in so Klarsichttütchen reinmachen oder in kleinen Dosen. Dann noch die Nummer draufschreiben und den Buchstaben, der auf der Vorlage ist, oder die Zahl, je nachdem was es ist. Wie hier ist es das X. Und so kann man alle Farben dann erstmal sortieren, dann hat man es nachher einfacher beim Arbeiten. Das waren schon mal die Vorarbeiten und jetzt kann es losgehen. Man sieht da, wo das ein bisschen glänzender ist, das ist das Trägerpapier. Das muss man jetzt von der Vorlage vorsichtig lösen. Aufpassen, das klebt. Und am besten fängt man in meiner Ecke an, dann hat man schon mal einen Anfang und einen Halt. Und meine erste Nummer ist die 7. Da schüttet man sich in so ein kleines Döschen, was es meistens immer mit dazu gibt, ja, bei Diamond Painting, und auch hier diesen Wachs. Damit ladet ihr erstmal euren Stift. Einfach einmal reinstechen, dann ist so ein kleines, so etwas Klebriges an dem Stift. Und damit lassen sich dann super die kleinen Steinchen nehmen. Und die werden passgenau auf die Zahl oder auf den Buchstaben draufgesetzt. Und man braucht auch gar nicht sich groß anstrengen. Wichtig ist nur, dass man die glatte Seite unten zu liegen hat und man immer die geschliffene Seite greift. Ja, und dann wird ein Stein nach den anderen auf die Vorlage gelegt. Und man muss eigentlich nur beim Setzen der Steine darauf achten, dass man gut in den Reihen bleibt, dass dann nachher ein gleichmäßiges Bild entsteht. Und sollte man sich aber mal vertan haben und den Stein nicht gerade so drauf gesetzt bekommen haben, dann einfach mit dem Stift ein bisschen an dem Stein so wackeln, dann kann man den noch ein bisschen verschieben.
Fächer und wenn man schon mal da mit einer Farbe fertig ist, dann kann man mit diesen Kehlchen auch die Steine wieder gut in die Tüte zurückschütten und dann mit der nächsten Farbe anfangen. Und da ist es eigentlich auch nur wichtig, dass man sich merkt, welche Farbe für welchen Buchstaben oder für welche Zahl ist und dass man dann auch wirklich nur die Steinchen auf dieser Zahl oder dem Buchstaben drauf macht. Sollte der Stift mal nicht mehr kleben, dann einfach nochmal in den Wachs reinstechen und weiter kann es gehen. Und so kann man sich dann Farbe für Farbe vorarbeiten. Na, dann holt man wieder die nächste. Je nachdem, wie viel Zeit man hat, kann man natürlich auch das Stückchen, das man bearbeitet, etwas größer machen und macht dann einfach in Ecken weiter. Oder aber eben Längsseite knickt man sich das Trägerpapier und arbeitet dann nach oben hin weiter. Das hängt ja auch ein bisschen von ab, wie viel Zeit man hat. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man nicht zu viel auf diesen Klebepapier draufkommt, damit die Klebeschicht in Ordnung bleibt. Und wenn man mal eine Pause machen will, einfach das Trägerpapier zurückklappen, alles einräumen und dann beim nächsten Mal weitermachen. Und beim Diamond Painting gibt es natürlich ganz viel Zubehör, zum Beispiel so eine Leuchttafel. Da kann man das, was man gerade machen möchte, seine Vorlage drauflegen. Und es gibt verschiedene Stufen an Helligkeiten. Ja, und man sieht dann vielleicht ein bisschen besser die ganzen Symbole und kann aber auf der Tafel dann so da drauf arbeiten. Macht sicherlich Sinn, wenn ein relativ dunkles Motiv hat, damit man da die Buchstaben und Zahlen besser auseinanderhalten kann. Aber ich weiß nicht, um anzufangen, muss man vielleicht noch nicht alles unbedingt haben. Ab und zu sind auch mal ein paar falsche Steinchen drin. Die sind dann viel kleiner, man sieht das gut. Die sollte man auf jeden Fall aussortieren. Ja, und dann geht es Steinchen für Steinchen weiter. Also diese Bastelarbeit braucht schon etwas Zeit, aber man kommt auch gut voran und sieht, was man geschafft hat. Es ist relativ einfach. Ja, und dadurch, dass man so gut vorankommt und eigentlich auch schnelle Erfolge sieht, ist das, denke ich, auch ideal für Kinder. Muss man einfach mal ausprobieren. An den Stiften ist auf der anderen Seite auch meistens immer etwas für mehrere Steine aufzusetzen. Da gehört wohl ein bisschen Übung dazu. Dann kann man auch da eben den Klebewachs reinmachen und kann dann direkt mehrere Steine aufkleben. Wobei ich das nicht so gerne habe. Also ich mache das lieber immer Steinchen für Steinchen, aber auch das muss man sich dann mal ausprobieren. Ja, und nach ein paar Stunden ist das Bild dann fertig. Und dann kommt das in den Bilderrahmen. Ich habe mich jetzt für den Bilderrahmen von Action, also vom Action, entschieden. Der kostet, glaube ich, 1,39 €. Der sieht super schick aus. Da passt das Bild genau rein. Weil ursprünglich hatte ich die Vorlage auch genau für diesen Rahmen gemacht. Dann gab es den aber zwischenzeitlich nicht mehr. Und fertig wäre ein kleines Geschenk, was gar nicht so viel kostet und es doch nach viel aussieht. Und
Und dann zeige ich euch noch, wie das Bild in dem Bilderrahmen von IKEA aussieht. Das war gar nicht so einfach, das da reinzubekommen. Der sieht zwar mega schön aus, aber so richtig wollte das nicht, so wie ich mir das vorgestellt habe. Und auch erst zum Schluss habe ich gemerkt, dass man diese Ketten, die kann man so abknipsen. Dann hätte man es ja auf jeden Fall einfacher wahrscheinlich gehabt, auch für das reinzubekommen. Aber trotz allem kann man das Bild nicht so schön da reinmachen, wenn das so zusammen ist. Das funktioniert nicht. Sondern man muss zuerst die erste Scheibe reinmachen, dann das Bild drauflegen. Ja, und dann klappte das aber mit der zweiten Scheibe auch nicht so richtig. Weil jedes Mal, wenn man das so reinschob, dann blieb das oben da an dem Klebepapier ein bisschen hängen und dann blockierte die ganze Scheibe. Außerdem schob man dann das ganze Bild mit nach hinten. Ja, und dann habe ich mir das Trägerpapier geholt von dem Bild, was man ja jetzt nicht mehr braucht, und habe mir das jetzt sowieso hingelegt gehabt. Und dann konnte ich endlich die Scheibe da reinmachen. Aber ich denke, mit dem Bilderrahmen muss ich noch ein bisschen üben. Aber egal, welcher Bilderrahmen es zum Schluss wird, ich hoffe, ich konnte euch inspirieren. Und bitte lasst doch ein Like da für das Video, denn ich hoffe, es hat euch gefallen. Und denkt dran, jeden Freitag kommt ein neues Video raus. Solltet ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben, dürft ihr das natürlich gerne tun. Also bitte einmal abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund und munter. Bleibt kreativ. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.